Im Hafen von Buenaventura, Bogota, Kolumbien, gelang ein Schlag gegen das kolumbianische Drogenkartell. Rund 2,1 Tonnen Kokain im Gesamtwert von rund 37 Millionen US-Dollar wurden entdeckt, versteckt in Säcken von Mineraldünger, das für den mexikanischen Markt gedacht war. Allein in diesem Jahr beschlagnahmten die Behörden in dem Hafen rund 7 Tonnen Kokain. Bereits Ende August konnte vor Kolumbien ein Boot aufgespürt werden, das mit mehr als 1,8 Tonnen Kokain beladen war. Damit sei der Handel mit und der Konsum von mehr als 4,5 Millionen Dosen Rauschgift in Ländern der Region verhindert worden. Die Besatzung des Schiffes soll ins Wasser gesprungen sein, als sie die Sicherheitskräfte bemerkt habe. Kolumbien gilt als weltweit größter Kokainexporteur. Im Jahr 2009 sollen Schätzungen zufolge 70% des gesamten Stoffes aus dem Land gestammt haben. Ich bin eigentlich ein Mensch, der jemand weiß, dass man hier geworden ist, wie der Herr Schulz. Aber ich bin schon.